Hochsensibel. Ein Begriff, der durch das Internet geistert, wie dieses eine witzige Katzenvideo, das bald jeder mindestens zweimal gesehen hat. Große Online-Formate greifen es auf, hier auf YouTube wird Hochsensibilität gerne besprochen. Und auch die Memes kommen frisch aus dem Ofen. Und das alles, obwohl Hochsensibilität eigentlich keine eigenständige Diagnose ist, was einige Leute zum Anlass nehmen, das gesamte Konzept einfach für nicht existent zu erklären. Das ist albern, meiner Meinung nach. Dass wir etwas differenzierter über eine Thematik sprechen müssen, ist nicht das Ende der Welt. Und schon gar nicht das Ende der Erkenntnisse. Hochsensibel ist vielleicht keine eigenständige Diagnose. Aber hochsensibel zu sein ist etwas, was viele Menschen erleben, die introvertiert, neurodivergent oder chronisch krank sind. Eine Überempfindlichkeit eben, wie der Name es schon verrät. Aber Achtung, nicht überempfindlich im Sinne von weinerlich oder jämmerlich. Es geht schon darum, dass hochsensible Menschen die Welt anders wahrnehmen. Soll heißen, wenn du als nicht hochsensibler Mensch ein lautes Dröhnen von deinem Kühlschrank hörst, kannst du es wahrscheinlich einfach ausblenden. Während der hochsensible Mensch, der neben dir steht, tatsächlich aktiven, messbaren Stress durch das Geräusch spürt. Gehirne funktionieren nicht alle gleich und Menschen verarbeiten Reize unterschiedlich. Das ist keine neue Idee, aber eben eine, die durch die zusätzlichen Diskussionen rund um Hochsensibilität nun häufiger besprochen wird. Eine Folge davon ist, dass viele hochsensible Menschen offen zugeben, dass sie mit der modernen Welt einfach nur überfordert sind. Woran liegt das? Es ist laut da draußen und hier drin. Lärm ist überall. Wer nicht im Homeoffice arbeitet und zusätzlich Noise-Canceling-Kopfhörer trägt, der hört Straßenlärm, Kollegenlärm, Maschinenlärm. Nein, wirklich, ich gebe dir mal 5 Sekunden Pause, damit du horchst, was du gerade alles hörst. Okay, blöd gelaufen, falls du gerade in einer echt ruhigen Umgebung sitzt. Aber für die meisten Menschen wird es Geräusche geben, die den ganzen Alltag begleiten. Ob dich kleine, leise Geräusche wie das Surren von Elektronikgeräten stören, weiß ich nicht. Aber falls du hochsensibel bist, stehen die Chancen verdammt gut, dass Krach dich fertig macht. Das Hupen von Autos, brüllende Menschen, Hundegebell. Nichts davon sorgt einzeln dafür, dass ein hochsensibler Mensch einfach so in Tränen ausbricht oder vor Frust losschreit. Es ist Wiederholung und die fehlende ruhige Zeit, die langsam an Hochsensiblen nagt. Wer heute an einem Donnerstag im Sommer 2024 zur Ruhe kommen will, der muss sich anstrengen. Kopfhörer auf und Türen schließen oder gleich direkt aus der Stadt herausfahren. Bis in einen Wald oder ans Meer, aber natürlich nur, wenn gerade keine Touristen unterwegs sind. Wichtig ist, wenn ich von heute und der modernen Welt spreche, heißt das nicht, dass früher alles besser war. Einige Faktoren, wie beispielsweise Arbeitsbedingungen oder Verständnis vom Umfeld, waren in vielen Phasen der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich eher schlimmer. In diesen Zeiten habe ich aber nicht gelebt und du wahrscheinlich auch nicht. Also wird sich logischerweise das Hier und Jetzt bezogen. Und im Hier und Jetzt wird es nie wirklich still, sofern wir nicht aktiv nach dieser Stille suchen. Für Menschen, denen Reize mehr ausmachen als anderen, ist das, wer hätte es gedacht, eine ziemliche Belastung. Vielleicht wäre Lärm leichter zu verarbeiten, wenn nicht alles so furchtbar schnell gehen würde. Wir können kaum noch etwas genießen oder auch unter etwas leiden. Der Sieg der Lieblingsfußballmannschaft wird durch eine Nachrichtenmeldung durcheinandergebracht. Die katastrophale Nachrichtenmeldung verschwindet hinter einem witzigen Hundevideo. Ich glaube, jeder spürt, dass die Welt nur so an uns vorbeirast. Und ich glaube, wir versuchen das so gut es geht zu verdrängen. Denn auszusteigen ist schwer und manchmal sogar mit sehr hohen Kosten verbunden. Wer in seinem Job sagt, er möchte langsamer arbeiten, der wird nicht gerade auf Freundlichkeit stoßen. Wer ein stilles, ruhiges Hobby hat, wird als langweilig abgestempelt. Wer viel Zeit braucht, um seine sozialen Energien aufzuladen, der findet schlechter Anschluss an seine Mitmenschen. Genau wie bei Lautstärke ist auch die Schnelllebigkeit der Moderne nichts, was man mal ebenso nebenbei loswerden kann. Sich vom Tempo der Neuzeit einfach einsaugen und wieder ausspucken zu lassen und wieder einsaugen und wieder ausspucken und wieder einsaugen. Das ist der gängige Weg. So spielt nun mal das Leben. Hab dich mal nicht so. So schlimm ist es doch auch nicht. So geht's uns allen. Ich glaube schon den nicht hochsensiblen Menschen nicht wirklich, dass es ihnen damit gut geht. Und wer hochsensibel ist, der hat früher oder später wohl keine andere Wahl, als auch mal Pause zu drücken. Mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt.
Hochsensibilität wird im ersten Moment gerne mit deutlich erkennbaren Reizen verbunden, was logisch ist. Ich habe zum Einstieg ja auch versucht, dich zu überzeugen, indem ich dir gesagt habe, dass ein und dasselbe Geräusch bei zwei verschiedenen Menschen völlig unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Schwieriger zu greifen sind die sozialen Reize. Hier lässt sich nicht nur die Auswirkung schlecht messen, sondern schon der Reiz selbst ist diffus. Manche Hochsensiblen reagieren auf jede noch so kleine Veränderung in der Stimme eines Freundes. Sie bemerken, wenn zwei Menschen in einem Raum miteinander im Streit liegen. Selbst dann, wenn sie von allen anderen als lächelnd und freundlich wahrgenommen werden. Das kann natürlich Vorteile mit sich bringen. Viele Hochsensible gelten als empathisch, gute Zuhörer und tolle Ratgeber. Aber wir leben auch in zunehmend feindseligen Zeiten, in denen zu jedem Thema, ob nun Steuerpolitik oder eine Folge von House of the Dragon, gestritten und gezankt wird. Zeiten, in denen gepoltert und beleidigt und gedroht wird. Zeiten, in denen ein Arschloch zu sein und die Ellenbogen auszufahren, für beruflichen Erfolg, zumindest in einigen Branchen, als Grundvoraussetzung gilt. Hochsensible schaffen es oft nicht, sich davon zu lösen. Sie müssen wirklich weg von diesen Reizen. Das geht kaum, wenn man noch am alltäglichen Leben teilhaben möchte. Die negativen Nachrichtenmeldungen, die Kommentare auf Social Media, das Treffen mit der Familie, der lästernde Kollege. Überall lauern doch mittlerweile Hass und Streit und Missgunst. Das belastet nicht nur Hochsensible, keine Frage. Aber in Kombination mit all den anderen Faktoren entsteht nun mal ein toxischer Cocktail. Es soll in diesem Video nicht darum gehen, die Welt zu verändern. Nicht nur, dass ich nicht daran glaube, es wäre auch eine Forderung, die Menschen sehr wütend macht. Denn Rücksichtnahme einzufordern, ist etwas, was Menschen in unserer Gesellschaft zunehmend zur Weißglut treibt. Hochsensible müssen also schon selbst darauf achten, dass sie mal Ruhe finden, nicht zu sehr in emotionale Konflikte hineingezogen werden und sich mit positiven Reizen umgeben. Nur ist all das natürlich auf verlorenem Boden gewachsen, wenn die Welt und das soziale Umfeld dann trotzdem auf ihnen herumhacken. Sensibilität gilt als Schwäche. Je nach Blickweise sehe ich das auch so. Wenn es nur darum geht, wie man in der modernen Welt erfolgreich wird, dann ja, sensibel, speziell hochsensibel zu sein, ist ein Problem. War es vielleicht auch schon immer? Oder eben auch nicht? Sensible Mitglieder einer Familie oder Lebensgemeinschaft könnten früher auch geschätzt worden sein. Wissenschaftler sind sich da nicht so richtig einig. Wenn man mal vom Erfolgs- und Erwartungsgedanken wegkommt, dann hat Hochsensibilität auch seine Vorteile. Wie schon erwähnt, sind Hochsensible oft wundervolle Freunde. Sie sind oftmals auch ziemlich gut darin, die Zukunft vorherzusagen. Einfach weil sie, oft unfreiwillig, sehr viel mehr bemerken als andere. Wer sich sein Leben so gebaut hat, dass es zu den eigenen Bedürfnissen passt, der kann es in vollen Zügen genießen. Musik berührt die Seele schneller, Filme reißen mehr mit, Beziehungen bieten mehr Erfüllung. Man kann Sensibilität durchaus zu einer Stärke machen. Aber dafür braucht man dann eben Verständnis von seinen Liebsten. Einen Rückhalt. So wie ihn eigentlich jeder, ob hochsensibel oder nicht, gebrauchen könnte. Menschen mit hochsensiblen Tendenzen müssen ihr Leben anders gestalten. Dass viele das schaffen, verdient Respekt und nicht etwa Gelächter oder Ächtung. Es ist an Ironie eigentlich kaum zu überbieten, dass diejenigen, die oft mehr spüren, von denen heruntergemacht werden, denen es gewaltig an Empathie und Mitgefühl mangelt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das Thema Hochsensibilität mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommt und somit auch die Aufklärung voranschreitet. Ein wichtiger Teil davon ist, dass Menschen ihre Erfahrungen und auch Tipps teilen. Das kannst du gerne in den Kommentaren machen. Natürlich auch dann, wenn du noch nicht weißt, ob du dich als hochsensibel bezeichnen würdest oder nicht.